Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem ganz besonderen Zooeindruck. Nicht nur, weil der Zoo Salzburg wirklich ein sehr schöner Zoo ist, sondern auch, weil unsere Reise durch die Welt der Zoos uns nun erstmals endlich nach Österreich führt. Und damit direkt zu Anfang die Frage an alle Zuschauer aus Österreich: Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, welche Zoos in Österreich wir unbedingt noch besuchen müssen. Abgesehen vom Zoo Schönbrunn in Wien, denn den werden wir dieses Jahr auf jeden Fall noch besuchen. Aber zurück zum Zoo Salzburg. Der ist mit 14 Hektar und 150 Tierarten jetzt sicherlich nicht einer der größten Zoos, die wir bislang besucht haben. Aber ihr werdet sicherlich auch feststellen, es ist einer der schönsten. Schon ein Blick auf den Lageplan verrät, dass der Zoo Salzburg recht ungewöhnlich aufgebaut ist. Das liegt natürlich an der Lage am Hang, die auch für ein sehr einzigartiges und eben sehr schönes Ambiente sorgt. Und in dem kann man durchaus einen sehr abwechslungsreichen und attraktiven Tierbestand genießen, der nach Lebensraum sortiert ist, denn auch der Zoo Salzburg ist ähnlich wie der Gaia-Zoo oder der Münchner Tierpark ein Geo-Zoo. Entsprechend kann man sich hier also auf eine kleine Weltreise machen, die in Eurasien beginnt. Hier passen die Alpensteinböcke natürlich ganz besonders gut ins Bild, vor allem da ihre Anlage eben wunderschön und großzügig gestaltet wurde und natürlich einfach von der Lage im Hang unfassbar profitiert. Das gilt genauso natürlich auch für das Vielfraßgehege, wo wir dann auch das Glück hatten, dass wir die beiden Tiere sehr aktiv erlebt haben. Da überall im Park Schilder Einblicke in die Historie des Zoos geben, weiß ich auch, dass dies früher eine Bärenanlage war. Jetzt wohnen die beiden Braunbären ein Gehege weiter in einer deutlich breiteren Anlage, die sie nicht alleine bewohnen, sondern mit Korsackfüchsen teilen. Dahinter wiederum liegt eine wunderbare Gehegekombination. Hinten seht ihr das Gehege der Gämsen, vorne hingegen ist die Anlage der Fischotter. Auch bei denen hatten wir übrigens wieder sehr viel Glück und ich konnte tolle, putzige Aufnahmen machen. Vorbei an den Rentieren geht es dann zum Wolfsgehege, leider haben sich die Wölfe aber nicht gezeigt. Genauso wenig haben wir die hier wild lebenden Gänsegeier zu Gesicht bekommen, für die der Zoo Salzburg eigentlich berühmt ist. Abseits vom Hang leben hier außerdem kleine Pandas auf einer Anlage, die leider ein wenig größer sein könnte. Nebenan kann man den Gibbon beim Schwingen auf seiner Insel erwischen oder aber man findet ihn im Gibbonhaus. Dort leben noch einige weitere Tiere und wenn ihr mehr Glück habt als wir, könnt ihr hier sogar Faultieren begegnen. Und damit wissen Kenner schon, wir sind in Amerika angekommen. Der Amerika-Teil geht weiter mit einem kleinen süßen Tropenhaus, in dem nicht minder süße Äffchen turnen. Deren Name ist schon eine kleine Herausforderung. L-I-S-C-T, Listaffe. Ja, sag das mal dreimal schnell hintereinander. Zwergseidenäffchen, Totenkopfäffchen und Haubenkapuziner sind hingegen Neuweltaffen, deren Namen etwas leichter von der Zunge gehen. Außerdem findet ihr hier im Amerika-Bereich unter anderem noch Flamingos, Flachlandtapire, Alpakas, Halsbandpekaris und Kapibaras, die ihrem Namen Wasserschwein endlich mal gerecht wurden und tatsächlich im Wasser anzutreffen waren. In allen Zoobesuchen der letzten Jahre habe ich sie immer nur an Land gesehen, also war das für mich wirklich ein besonderes Erlebnis. Jaguare sind für mich auch immer ein Erlebnis. Sie gehören zu meinen allerliebsten Zootieren. Entsprechend habe ich mich auch mit am meisten auf die südamerikanischen Raubkatzen gefreut und wir sind zum Glück nicht enttäuscht worden und haben die Tiere sehr schön aktiv gesehen. Etwas ärgerlich ist hingegen, dass erst kurz nach unserem Besuch zwei Jungtiere auf die Welt gekommen sind. Aber vielleicht habt ihr ja mehr Glück und könnt die beiden jungen Jaguare bald live und in Farbe sehen. Die Tiere leben hier auf einer, wie ich finde, sehr schönen Anlage, natürlich mal wieder im Hang, die von der Fläche her durchaus in Ordnung ist und die man als Besucher von unten durch Glas einsehen kann und auch durch einen höher gelegenen Ausguck von der Seite. Außerdem kann man auch die Jaguar-Innenanlage einsehen und auch sie finde ich sehr schön gestaltet. Im Jaguarhaus findet man zudem noch einige weitere Tiere wie Königsboa, Keilkopf-Glattstirnkaiman, Buntbarsche und einen Stirnlappen-Basilisk. Hinter dem Jaguarhaus leben mit Pumas und Schneeleoparden dann noch zwei weitere Raubkatzenarten, die wir allerdings leider nicht aktiv gesehen haben. Und ja, Schneeleoparden haben in einem Amerika-Bereich eigentlich wenig zu suchen, denn sie kommen aus Asien. Aber zumindest rundet dahinter dann der Mähnenwolf den Themenbereich doch passend ab.
Es folgt ein nur recht kurzer Abstecher nach Australien, denn hier gibt es nur eine begehbare Voliere für Wellensittiche und Diamanttäubchen sowie Parma-Kängurus zu sehen. Danach geht es dann auch schon weiter nach Afrika, einen Bereich, der sich stark von den anderen unterscheidet, da man den Hang hier hinter sich lässt. Stattdessen führt der Weg hier um eine große Savannenanlage, die neben Wasserböcken, Rappenantilopen und Zebras auch Breitmaulnashörner beherbergt. Gerade der Anblick über das Gehege auf den Berg im Hintergrund ist wunderschön und für mich auf jeden Fall auch sehr ikonisch. Ebenfalls besonders sind die hier frei lebenden Katas. Das ist natürlich ein super toller Anblick und ein tolles Konzept, wobei ich mich frage, wie man die Tiere davon abhält, hier über den ungesunden Müll der Besucher herzufallen. Erst seit 2020 findet man hier Brillenpinguine in einer wunderschönen Anlage mit einem angenehmen Strandambiente und auch inklusive Unterwasseransicht, wie sich das für ein Pinguingehege eben gehört. Die Anlage umfasst insgesamt rund 300 Quadratmeter und hat 1,3 Millionen Euro gekostet. Das Löwenhaus wurde hingegen schon 2010 fertiggestellt. Hier findet man neben dem vermeintlichen König der Savanne noch einige weitere Tiere, vor allen Dingen in Terrarien. Man kann hier allerdings auch freilaufende große Taggeckos entdecken und auch die Taranta-Papageien können im Haus frei umherfliegen. Die Außenanlage der Löwen ist platztechnisch ganz in Ordnung und recht schön gestaltet, doch das wahre Highlight hier ist die Gemeinschaftsanlage für Diana, Meerkatzen und Pinselohrschweine. Das ist mal wieder eine sehr coole Vergesellschaftung und auch die Anlage gefällt mir sehr gut. Folgt man dem Weg von den Löwen aus weiter, kommt man in einen Teil des Zoos, der besonders naturbelassen wurde. Hier findet man eine großflächige Anlage für Geparden, die man leider nur von oben überblicken kann und auf der wir keine Tiere entdecken konnten. Auf der Anlage der Wasservögel und Sitatungas herrscht hingegen vermutlich immer ein reges Treiben. Schließlich gibt es hier auch mit diversen Entenarten, Perlhühnern, Mandschurenkranichen, Krauskopfpelikanen und Rötelpelikanen und eben den Sitatunga-Antilopen einiges zu entdecken. Und damit habe ich euch jetzt auch fast komplett durch den Zoo Salzburg geführt. Ihr merkt also, es ist nicht der größte Zoo, es ist nicht der artenreichste Zoo, aber ich finde die Tierauswahl doch sehr gelungen und ich bin immer noch ein großer Fan des Geo-Zoo-Konzepts. Was den Zoo Salzburg meiner Meinung nach aber wirklich auszeichnet, ist einfach die wunderschöne Lage. Der Blick auf den Hang und die vielen schönen Gehege, die eben am Hang liegen, sind einzigartig und auch der großflächigere Afrika-Bereich sucht gerade mit dem Blick auf den Berg im Hintergrund einfach seinesgleichen. Für mich ist der Zoo Salzburg ein Unikat, an dem ich nicht viel zu meckern habe. Vielleicht stört es manche Familie, dass es nur zwei recht kleine Spielplätze gibt, aber ich als Zoo-Fan war hier wieder hellauf begeistert und rundum glücklich und kann euch einen Besuch entsprechend auch wirklich nur allerwärmstens empfehlen. Falls auch ihr schon mal da wart, würde mich natürlich sehr interessieren, wie ihr den Zoo Salzburg findet und falls ihr noch nicht dort wart, lasst mich wissen, ob ihr ihn nach diesem Video einmal besuchen möchtet. Falls euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, das hilft wirklich sehr. Klickt außerdem auf Abonnieren für viele weitere Zoo-Videos. Und wenn ihr uns dabei unterstützen wollt, in Zukunft noch viele weitere Zoos, unter anderem in Österreich, zu besuchen, dann schaut vorbei auf patreon.com/zooerlebnis. Jeder Euro hilft, auch für eine Rückkehr nach Österreich. Und ihr bekommt dort eben auch tolle Bonusinhalte geboten. Also schaut vorbei auf patreon.com/zooerlebnis. Und in diesem Sinne natürlich vielen Dank an alle, die uns schon unterstützen, insbesondere unsere Top-Patreon-Unterstützer. Das war's von mir jetzt für heute, aber wir sehen uns schon bald wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Martin.